Einen schönen guten Abend an alle noch einmal und wir beenden die Pressekonferenzen für heute mit dem albanischen Trainer Slovenia. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte melden Sie sich und wir nutzen natürlich auch die Mikrofone hier im Raum. Eine Frage pro Journalist, bitte nutzen Sie auch Interpretify-Plattform, genauso wie gestern. Ich hoffe, dass Sie heute bereits dran gewohnt sind. Wir haben verschiedene Sprachen verfügbar und wir möchten natürlich auch jetzt weitermachen ohne weitere Vorstellung. Wir möchten jetzt dementsprechend die erste Frage an die albanischen Medien geben und mit Fatjum, meinem Kollegen. Da möchten wir natürlich auch hier dem Herrn in der zweiten Reihe und dann hier zu meiner Rechten und dann in der Mitte die Fragen geben. Bitte stellen Sie sich auch bitte kurz vor, sodass wir wissen, wer Sie sind. So, die Mannschaft hat natürlich nach diesem großartigen Tor sehr viel Druck. Glauben Sie, wir hätten diesen Vorteil besser nutzen können? Einen schönen guten Abend. Ja, wir hätten es natürlich sehr viel besser machen können, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen ein sehr, sehr gutes Spielteam gespielt haben. Italien hat sehr, sehr stark die Geschwindigkeit angezogen, das Tempo angezogen. Es war ein gutes Spiel auf beiden Seiten. Sie wussten, dass sie nur eine Richtung haben. Sie mussten das Spiel gewinnen. Es ist eine sehr harte Gruppe und sie mussten den Ball schnell gewinnen. Es ist eine Schande, dass wir leider hier nicht besser widerstehen konnten. Sie haben gesagt, es ist nicht einfach, es ist eine gute Seite, aber hätten wir das zweite Tor noch gesehen, dann oder hätten wir es nicht gesehen, das zweite Tor von Italien, dann hätten wir dementsprechend ein gutes Spiel gehabt. Und deswegen wollten wir dementsprechend natürlich versuchen, den Fußball zu spielen, den wir im Sinn hatten. Leider war es so, dass wir den Angriffen von Italien nicht standhalten konnten. Und es war sehr, sehr schwierig, vor allem die ersten 25 Minuten. In der zweiten Reihe, bitte. Zweite Reihe in der Mitte. Und dann die nächsten Fragen. Da schauen wir dann. Herr Lika von Kohajon bin ich. Sie scheinen oder ein bisschen besorgt zu sein nach dem Spiel. Haben Sie irgendetwas im Sinn, wovon Sie sagen, das hätte die Formation ändern können oder hätte vielleicht eine Formationsänderung geholfen? Es scheint, dass wir ein paar Probleme haben, denn wir haben, glaube ich, das Signal verloren. Wäre es möglich, hier jetzt vor Ort ganz kurz zu verdolmetschen? Also ich war natürlich enttäuscht vom Ergebnis. Ich kann natürlich jetzt dementsprechend meine Gefühle nicht verstecken. Also Italien ist eine so großartige Mannschaft. Wir haben für 10 Tage wirklich am Stück gearbeitet, um hier dementsprechend zu trainieren. Wir haben natürlich nicht trainiert, um zu verlieren, aber ich muss natürlich wirklich allen albanischen Fans danken, dass sie hier waren. Es war großartig. Also wir hätten vor 2 Tagen nicht gedacht, dass das ganze Stadion rot sein wird. Wir haben aber so viel albanische Fans draußen, die stolz sind, dass ihre Mannschaft hier ist. Und es ist eine Schande, dass wir in der letzten Minute nicht noch ausgleichen konnten. Aber solche Dinge passieren und wir müssen nun dementsprechend versuchen zu verstehen, was wir dementsprechend machen. Okay, wir machen weiter. Die Verdolmetschung ist wieder da. Der Herr in der ersten Reihe, bitte. Hallo, Silvinho, ich bin hier für Brasilien. Ich hätte gerne Ihre Evaluation des Spiels und was können wir von Albanien in den folgenden und nächsten Spielen in der EM erwarten? Good evening. Guten Abend. Entschuldigung.
Ich glaube, wir hatten in den ersten 25 Minuten wirklich Probleme. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Es war nicht leicht. Es ist das zweite Mal, dass wir jetzt bei einer EM sind. Wir haben sehr gute junge Spieler, aber es ist nicht einfach. Und ich habe bereits gesagt, dass wir viele Wettbewerbe spielen müssen. Eine EM, eine WM, wir müssen besser werden. Wir haben ein gutes Level, wir haben exzellente Spieler und einige von Ihnen oder viele von Ihnen haben das gesehen, aber ich glaube, die ersten 25 Minuten waren wirklich schwierig. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die einer zu den Favoriten gehören. Sie haben Top-Class-Spieler. Hochklasse Spieler. Leider haben wir die ersten 25 Minuten nicht so gut gespielt, aber wir sind bis zum Ende im Spiel geblieben und wir hatten bis zu der vorletzten Minute die Möglichkeit auszugleichen. Leider konnten wir es nicht durchsetzen und das ist halt so, wie das Spiel nun zu Ende geführt hat. Italien ist ein gutes Team und hat exzellente Spieler. Dann noch ganz kurz der Herr in der dritten Reihe. Ich glaube, es ist Likita Porte, richtig? Glauben Sie nicht, dass Ihre Mannschaft höher spielen hätte können und nicht? Buonasera. La competizione è iniziato. Abbiamo 3-4 gare, no? Io ho visto, non ti dico qual, ma io ti dico una squadra che ha affrontato di petto aperto 5. È mica semplice. E dopo tu devi creare e fare una gara. E noi abbiamo fatto e preparato la gara così. Andiamo forte sul nostro avversario. A Jorginho e Barella da non toccare, non giocare, ma parliamo di due calciatori. Wir haben versucht, Cicella und Barella abzuhalten, aber wir sprechen hier wirklich über großartige Spieler. Es ist jetzt kein Fall von Falle aus oder dergleichen. Wenn sie den Ball bekommen, dann spielen sie natürlich dementsprechend gute Pässe. Also wenn man jetzt versucht, C an C dementsprechend zu spielen, dann können solche Spieler 5 Tore gegen dich spielen in 45 Minuten. Und ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und bis zum Spielende waren wir im Spiel. Bis 2 Minuten vor Schluss haben wir die Möglichkeit gesehen. Also machen Sie sich keine Sorgen, ob eine Mannschaft irgendwas verdient oder nicht. Das sind 90 Minuten. Natürlich hätten wir die Möglichkeit gehabt, auszugleichen. Und hätten wir ausgeglichen, dann wäre es eine andere Situation gewesen, richtig? Okay, hier noch ganz kurz die rechte Seite. Dann gehen wir auf die linke Seite. Nein, Sie zuerst, bitte. Sie zuerst. Genau, Sie haben Ihre Hand hochgehalten. Queria que você falasse sobre o hino nacional. Tentei te observar, mas a minha visão não. Portugiesisch wird hier leider in der Pressekonferenz nicht angeboten. Daher kann ich die Frage leider nicht verstehen oder verdolmetschen. Und keiner meiner anderen Kollegen. Der Dolmetscher entschuldigt sich, aber Portugiesisch wird hier nicht angeboten heute. Que tem crescimento, que não do dia para noite, que você entra em campo e joga contra quem você quiser, do jeito que você quiser e vai lá e ganha, ou vai ganhar o torneio, não é assim. Tem crescimento e uma margem e realmente eu tenho uma identificação muito grande com eles. Os atletas entenderam isso. Nós temos atletas em campo de 22, 23, 19 anos, muitos jogaram. Tem uma identificação com a federação, com o país, com as pessoas, você está correto. Já tinha me falado que o estádio ia estar totalmente vermelho e realmente estava. Então, de uma forma, obviamente, controlada, mas sim, uma emoção muito bonita. Also ich weiß nicht, wie es auf eurer Seite ist, aber Entschuldigung für die technische Frage, wenn die Frage in seiner Sprache gefragt wird, dann konnten wir das jetzt so leider nicht machen. Bitte hier der Herr in der
Aber seit, ja. Also, da Fentio hat sehr, sehr gut nach hinten gerannt und es war ein bisschen der Stil, der angenommen würde. Denken Sie daran, ihm mehr Minuten in den nächsten Spielen zu geben oder dass er eine bessere, größere Rolle spielen kann? Er hat wirklich gut gespielt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nur 25 Minuten dementsprechend waren. Wir haben sehr hart gearbeitet, haben Italien 65 Minuten versucht, hinterherzurennen. Er ist ein sehr guter Torschütze und er hat das Beste aus seiner Situation gemacht. Und er hat natürlich den Effekt gehabt, den wir haben wollten, aber der Ball ist leider nicht reingekommen. Und das Italien-Spiel ist noch zu frisch in meinem Kopf. Ich muss mir das Spiel nochmal ansehen. Ich muss schauen, dass ich alles wirklich für das Spiel gegen Kroatien dementsprechend vorbereite. Dann der Herr in der fünften Reihe, bitte. Stellen Sie Ihre Frage. Hallo, ich bin von dem Guardian in London. Ich habe Ihr Team gesehen und ich habe aber auch dementsprechend die Gesamtsituation in der Gruppe gesehen. Fühlen Sie sich nun ein bisschen bestärkter heute, vor allem nach diesem großartigen Start in den Tag? Soll ich hier auf Italienisch oder auf Englisch beantworten? Also ich habe Portugiesisch. Ich habe Portugiesisch gesprochen, dann habe ich aber gehört, dass es dementsprechend keine portugiesische Verdolmetschung gibt. Also ich versuche es auf Deutsch. Entschuldigung, auf Englisch. Also die Menschen müssen verstehen, dass es sehr, sehr schwierig ist. Wir sind zum zweiten Mal hier in dem Turnier. Wir haben sehr junge Spieler. Sie spielen gut, aber sie wachsen noch. Und in der Zukunft werden sie auf jeden Fall auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Und denn ich glaube an sie, ich glaube daran, denn sie sind gute Spieler. Und Maximo, heute Italien ist sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen diese zu spielen. Und viele Spieler haben vor ein, zwei Jahren im Finale der Champions League gespielt. Also wir wachsen, aber direkt in die Frage. Natürlich hat man Ambitionen. Ist man ambitiös? Man spielt natürlich immer für die 3 Punkte. Wenn wir 3 Punkte machen, dann haben wir natürlich eine kleine Möglichkeit, durchzukommen. Man weiß es nicht. Hätte man Spiele mehr spielen müssen? Nee, natürlich. Also wir waren stark, aber alle, die Jungs sind ambitiös, sind ehrgeizig, Unterstützung, die albanischen Fans und so weiter und man glaubt dran, aber man muss verstehen, dass man wachsen muss, dass man in dieses Spiel solcher Wettbewerbe reinwachsen muss. Vielleicht ist es natürlich so, dass man in der Zukunft träumen kann, ins Finale zu kommen, ich weiß es nicht, aber ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs, meine Spieler, sie haben alles auf dem Spielfeld gelassen, was sie hatten. Ich weiß nicht, wie das zweite Spiel dementsprechend sein wird. Es wird ein sehr wichtiges Spiel werden. Dankeschön. Haben wir noch sonstige Fragen hier aus dem Raum? Okay, versuchen wir hier den Herren in der ersten Reihe und dann gehen wir nach hinten. Im Moment möchte ich auch dementsprechend noch sagen, dass Sie die Möglichkeit haben, über die Interpretify-Plattform in der virtuellen Welt das Ganze machen und fragen können. Aber hier kommen wir zurück. Also, worauf fokussieren wir uns am meisten? Gegen Kroatien von der psychologischen Perspektive oder wäre es eher taktisch? Natürlich angesichts der Tatsache, dass sie heute verloren haben. Also jetzt in diesem Moment, da hat es wirklich mehr taktische Gründe. Das heißt, die ersten 15, 20, 25 Minuten, da waren die Emotionen sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, es ist das zweite Mal, dass die Nationalmannschaft von Albanien in einer EM spielt. Ist nicht sehr leicht. Die
Jungs sind sehr jung. Die 25 Minuten, die ersten waren sehr, sehr schwierig, von einer emotionalen Perspektive vor allem. Und da war es sehr, sehr schwierig und hart. Ich glaube, das nächste Spiel wird anders sein, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wir haben andere Nationalmannschaften gesehen, Kroatien, sie sind sehr gut, sie haben sehr gute Spieler und sind sehr technisch begabt, aber ich glaube, die emotionale Seite der Dinge sind jetzt weniger wichtig. Wir haben den Wettbewerb gestartet, wir müssen uns jetzt gut vorbereiten und nochmal, wir müssen uns taktisch gut vorbereiten, um wirklich ein gutes Ergebnis schaffen zu können. Dankeschön. Ein paar weitere Fragen. Der Herr in der fünften Reihe hebt seine Hand. Bitte. Tarek Panger von den New York Times. Sie haben über den emotionalen Effekt auf die Spieler gesprochen, dass sie eben zum zweiten Mal hier auf einem solchen Wettbewerb sind. Aber auch die Lautstärke im Stadion, all die roten T-Shirts, die roten Trikots, das war eigentlich fast wie ein Finale für die Spieler, emotional gesehen. Also wie schaffen sie es, sie runterzubringen ein bisschen? Das wird natürlich im nächsten Spiel passieren und auch im übernächsten Spiel. Sie müssen sie natürlich irgendwie ein bisschen runterbringen. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, sobald Sie natürlich daran gewohnt sind, in einer solchen Wettbewerb zu spielen, dann ist es was anderes. Also ich habe in der Champions League gespielt, ich habe bei EMs gespielt, ich weiß, was man erwarten kann, wenn man nachts gegen Real Madrid, Juventus oder wie auch immer spielt. Aber wenn man es nicht gewohnt ist, in einem solchen Turnier zu spielen, kann man gar nicht erwarten, was man spielt, wie man spielt. Natürlich hat jeder gesagt, es ist ein hochklassiges Turnier, alles ist auf höchstem Niveau. Aber man hat natürlich keine Ahnung, wenn man dieses noch nicht gespielt hat. Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, selbst das zweite Spiel wird nicht leicht sein für uns. Aber ich glaube, und ich verstehe den Fußball so, das erste ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr hart. Sobald das erste Spiel gespielt war, also für mich ist es jetzt so, die Spieler sind, okay, sie haben keine Probleme mehr mit den Emotionen, aber ich spreche jetzt nicht über das große Problem. Ich glaube, es ist ganz normal. Nämlich die ersten 10, 15 Minuten, das ist alles verrückt, das ist schwierig für uns. Wir sind jetzt zum Beispiel zum zweiten Mal, wie gesagt, in einer solchen Veranstaltung, einem Turnier. Ich bin stolz auf unsere Spieler. Wir haben so viel Unterstützung, so viele Fans, so viel Rot im Stadion. Das war großartig. Also wenn man das zu mir vor 2, 3 Tagen gesagt hat, es kann großartig sein, dann hätte ich gesagt, also ich hätte es niemals geglaubt, wenn man es mir nur so gesagt hätte. Vielen Dank. Haben wir jetzt noch weitere Fragen hier aus der Pressekonferenz? Ja, hier Sie, der Herr. Souvenir von Kaisleiser. Was Sie bezüglich der Emotionen der Spieler gesagt haben, wie haben Sie das nach dem Spiel in der Umkleide erlebt? Die Spieler nach diesen ganzen Emotionen, wie waren Sie nach dem Spiel drauf, in der Umkleide? Wir haben das Spiel natürlich so vorbereitet, dass wir im Spiel bleiben bis zum Ende. Also unsere Gegner waren gut, wir mussten wirklich kämpfen und alles in unserer Macht Stehende tun. Wenn man gewinnt, ist es besser. Wenn man nicht gewinnt, dann versucht man natürlich, ein Unentschieden herauszubekommen, um nicht zu verlieren. Und man versucht natürlich immer nur das Beste zu geben. Aber es ist natürlich nicht leicht, diese Message einem Spieler zu sagen. Sie müssen es einfach versuchen. Aber natürlich nach dem Ende des Spiels war natürlich ich auch enttäuscht und die Spieler natürlich auch, denn niemand geht aufs Spielfeld, um zu verlieren. Aber ich war stolz, Albanien repräsentieren zu können und dort rauszugehen und wirklich den Stab anzusehen und die Spieler und dass wir 10 Tage hier sein können und wir hatten die Möglichkeit, in der letzten Minute das Spiel auszugleichen oder vielleicht sogar zu gewinnen und man kann die Spieler davon überzeugen, dass es der richtige Weg nach vorne ist. Und wie ich gesagt habe, ich habe das Spiel
nicht gesehen. Ich habe natürlich dementsprechend an unserem Spiel gearbeitet. Ich habe andere Teams gesehen, andere Mannschaften hier. Wenn man gegen eine Mannschaft wie das spielt, wenn man versucht, auf Augenhöhe zu bleiben, 5, 6, 7 Pässe spielt, das ist schwierig.